So, weißt du Bescheid, ja? Du Wichser. Ein Kugelhagel und dann ist vorbei. Dann bist du durchsiebt. Ja, dann bist du von Kugeln durchsiebt. Ja, dann bist du erledigt von Kugeln durchsiebt. Aber wir haben ja auch lang genug Krieg mit dir geführt wegen der paar Mücken. Krücken wie dich drücken wir eigentlich sonst wie Pickel aus, aber du warst halt hartnäckiger als die meisten Pickel. Deswegen hatten wir dich auch so lang am Wickel. Aber letztendlich, was lange wird, wird endlich gut. Und in letzter Sekunde war ein neuer Mut angekommen und meine Faust kam auch an, direkt in deine Fresse. Und dann folgte mein Fuß auf den Fuß der andere. Signal an. Wir hatten dich gewarnt, du musst so fühlen, ja. So ist es nun mal in Hegermühle. Krankenfahrstühle sind mitzubringen, denn bei uns bekommst du keine mehr. Bei uns bekommst du auch keine Krücken, denn wer sich mit uns anlegt, aber es da nicht bringt, es selber eine Krücke und stinkt ab. Cool wie Schneemann, geh mal weiter, denn ich will heute noch mein Ziel erreichen. Klar, du stehst nur wieder dumm rum und weißt nicht, wie du dich zur Wehr setzen sollst und richtig loslegst. Mann, stell dich vor den Spiegel und übe du nicht. Ich rappe nur vom Spiegel, denn ich liebe mich. Ja, ich bin ein Narzisst durch und durch und ich liebe mich über alles, denn im Falle eines Falles halte ich fest zu mir. Denn hier ist es so eine Sache mit Unterstützung, mit Unterstützung. Mitunter stellst du fest, dass du Muttersehen alleine bist. Wenn wirklich was abgeht, ja, dann steht keiner für dich ein, da mischt sich keiner ein. Keiner hält dir dann den Arsch und den Rücken frei. Keiner, außer King Cross, die Bio. Wenn wir uns gut verstehen, du Klo.